Wir sind in Lima, der Hauptstadt von Peru. Über 50% der Einwohner leben hier unterhalb der Armutsgrenze. In den Randgebieten herrscht schlechte bis gar keine Versorgung mit Wasser. Die Gegend ist insgesamt trocken und unwirtlich. Die hygienische Situation ist schlecht. Eine geregelte Müllabfuhr existiert kaum. Krankheiten verbreiten sich dadurch schnell. Dies sind die Lebensbedingungen für viele Peruaner. Doch es geht auch anders. Der trockene Wüstenboden kann zum Beispiel für den Gemüseanbau nutzbar gemacht werden und den Menschen eine bessere Lebensgrundlage bieten. Der Agraringenieur Alois Kennerknecht hat verschiedene Maßnahmen zur Begrünung entwickelt und setzt diese vor Ort um. Durch die Kompostierung von Hausabfällen in sogenannten Ekosilos kann fruchtbarer Humus gewonnen werden. Dieser dient als Dünger für die Pflanzen. Zudem verbessert sich die hygienische Situation sofort, da das Müllproblem gelöst wird. Alois Kennerknecht schildert die Vorteile. Ja, das ist die unterirdische Kompostgewinnung über die Ekosilos, die praktisch den Erfolg haben, dass da nicht nur essbares oder also rohes Material, sondern auch gekochtes, ungekochtes rein kann, Knochen, Fleisch. Und man denkt, dass die nicht kaputt gehen und nicht integriert werden, aber die kann ich dann ohne weiteres zerbrechen. Das ganze Element von Calcium, Phosphor, das bleibt dann alles im Kompost drin. Deshalb ist dieser Kompost wesentlich nährreicher als wie jeder andere herkömmliche Kompost. In Kombination mit den Ekosilos kann Vetivergras gepflanzt werden. Dieses Gras ist sehr anspruchslos und kommt mit sehr wenig Wasser aus, bietet aber einen sehr guten Erosionsschutz für die trockenen, sandigen Böden. Die Pflanze kann auch als Viehfutter oder als Bastmaterial genutzt werden. Die Pflanze kann bis zu 4 Monate, 6 Monate ohne Wasser auskommen. Einmal richtig angewachsen. Das wurde vor einem Jahr, also ein Stück, gepflanzt. Und das hat sich jetzt in einem Jahr so weit ausgeweitet. Jetzt kommen da mindestens 30 bis 40 Pflanzen, kann ich hier wieder neu verwenden für Aussaat. Grüne Wüste Peru e.V. setzt seine Maßnahmen immer vor dem Hintergrund ein, den Menschen eine Perspektive zu geben. So unterstützen wir auch Schulen mit Ekosilos und Vetivergras, wie zum Beispiel seit 2011 die Escuela de Vida, welche Alkohol- und Drogensüchtige in ein normales Leben zurückführt. Die Menschen lernen hier praktisch und theoretisch die Potenziale der ökologischen Bodennutzung. Dies vermittelt ihnen nachhaltig neue Perspektiven. Wenn auch Sie dabei helfen möchten, dass die junge Generation ihre Zukunft anpacken kann, dann helfen Sie doch mit einer Spende.